Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zur nächsten Reise. Ja, eine Woche lang bin ich mit einem sehr guten Freund von mir an Bord von MSC Seaview auf der Ostsee unterwegs. Und die Route hat es wirklich in sich. Es sind ein paar tolle Stops dabei. Es geht nach Visby auf Gotland. Stockholm steht auf dem Programm. Tallinn in Estland und nach Warnemünde in Deutschland geht es auch noch. Von daher liegt da sicherlich eine ganz tolle Woche vor uns. Ja, die Bilder von der Anreise habt ihr ja bereits gesehen. Was ihr noch nicht gesehen habt, das war unser Vorprogramm in Kiel. Wir waren nämlich schon 2 Tage vor dem eigentlichen Einschiffungstermin hier. Und da haben wir uns das Marine-Ehrenmal in La Boe angeschaut. Ja, und davon zeigen wir euch jetzt ein paar Eindrücke. Viel Spaß dabei. Ja, ihr Lieben, so viel zu unserem Besuch beim Marine Ehrenmal in La Boe. Und das Ganze ist von Kiel aus wirklich sehr einfach zu erreichen. Der Fähranleger, von dem euch die Fähren nach La Boe bringen, der liegt zentral direkt beim Hauptbahnhof. Ja, und wenn ihr ein Hotel in Zentrumsnähe habt, dann könnt ihr den wirklich von dort fußläufig erreichen. Die Fährtickets sind sehr, sehr günstig. Das sind nur wenige Euro, die eine Fahrt nach La Boe und zurück kostet. Ja, und auch der Eintritt beim Marine Ehrenmal ist wirklich sehr günstig. Wir haben jetzt als Erwachsene pro Person 10 Euro für ein Kombiticket bezahlt. Da war dann der Besuch des Marine Ehrenmals und des U-Boots mit drin. Also wenn ihr euch für Marinehistorie interessiert, dann ist es mit Sicherheit ein sehr, sehr lohnenswerter Ausflug. Ja, wir schauen uns jetzt mal meine Kabine an. Das ist die Kabine 13124, eine Balkonkabine auf Deck 13 in der Fantastica-Kategorie. Und dazu wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß.
Ja, ihr Lieben, das ist sie also, meine Kabine, die 13124 auf Deck 13. Eine geschmackvoll eingerichtete und sehr saubere Kabine, wie ich finde. Was mir hier sehr gut gefällt, ist, dass es neben den normalen Steckdosen auch einige Outlets für USB-Anschlüsse gibt. Das heißt, ihr könnt hier ohne weitere Adapter eure mitgebrachten Handys, Tablets und so weiter laden. Also da hat man sich wirklich was dabei gedacht. Was ich nicht ganz so gelungen finde, das ist der Stauraum auf der Kabine. Ihr habt zwar einen wirklich schönen Schrank, der hat allerdings nur wenige Fachböden und nur zwei Schubladen. Das ist für eine Person natürlich vollkommen ausreichend und auch zwei Personen bekommen ihre Sachen hier schon unter. Schwierig wird es aber, wenn ihr mit drei oder vier Personen hier anreist und für eine Familie zum Beispiel die ganze Wäsche verstauen müsst. Da würde ich euch dann schon empfehlen, eine weitere Staulösung einfach selber mitzubringen. Es gibt ja faltbare Hängeregale zum Beispiel, die ihr benutzen könnt. Alternativ kann man natürlich auch Sachen im Koffer lassen, die man jetzt nicht ständig braucht und die halt dann regelmäßig unterm Bett vorholen. Ist nicht ideal, aber ja, also ihr solltet euch einfach bewusst sein, stauraummäßig kann es bei mehreren Personen in der Kabine ein bisschen knapp werden. Aber was die Ladeinfrastruktur und so weiter angeht, ist es wirklich sehr durchdacht hier. Ja, ihr Lieben, für mich geht es jetzt gleich zum ersten Abendessen dieser Reise ins Silver Dolphin Bedienrestaurant auf Deck 6. Und bevor ich euch zeige, was es dort zu essen gab, schauen wir uns erstmal die Auslauf-Timelapse von Kiel an. Dazu wünsche ich euch ganz viel Spaß. Ja, ihr Lieben, und zurück vom Abendessen aus dem Bedienrestaurant. Und ich denke, ihr habt es gerade eben selber gesehen. Das war grundsolide italienisch inspirierte Kreuzfahrtküche, ganz so, wie man das von MSC erwartet. Lecker war es, der Service war unaufdringlich und schnell, von daher war das ein wirklich schöner Abend heute im Bedienrestaurant. Morgen ist Seetag, von daher geht dieser Vlog auch gleich für euch weiter. Da habe ich unter anderem einen Besuch mit euch im Teppanyaki-Restaurant vor. Also es wird auf jeden Fall sehr spannend, bleibt einfach dran. Und ich sage von dieser Stelle aus einfach nur gute Nacht und bis gleich. Hallo ihr Lieben, und da bin ich auch schon wieder. Einen wunderschönen guten Morgen von Bord der MSC Seaview an unserem zweiten Reisetag, der ja ein Seetag ist. Ja, was macht man am Seetag? Natürlich, man schläft erstmal aus und das habe ich heute auch getan. Jetzt geht's gleich zum Mittagessen ins Golden Sands Bedienrestaurant. Ja, und was es dort zu essen gibt, das zeige ich euch jetzt. Ja, ihr Lieben, und zurück vom Mittagessen aus dem Golden Sands Bedienrestaurant auf Deck 5. Und ich denke, ihr habt es gerade eben selber gesehen, das war im allerbesten Sinne unauffällig, grundsolide italienische Kreuzfahrtküche, so wie man das eben von MSC kennt. Ja, ein paar Zahlen habe ich noch für euch. Wir sind auf dieser Reise mit 3200 Passagieren unterwegs, was rechnerisch einer Auslastung von etwa 60% entspricht. Interessant dürfte für die Kaffeetrinker unter euch sein, dass hier an Bord dieses Mal kein Lavazza-Kaffee mehr ausgeschenkt wird, sondern der Kaffee kommt jetzt von Segafredo, der ist aber genau
genauso gut. Das habe ich heute Morgen auch bei einer Tasse Cappuccino selbst überprüft. Ja, für mich geht es gleich unter die Dusche. Ihr seht ja, ich war gerade noch ein bisschen an Deck, habe die Sonne genossen. Das Wetter ist aktuell noch vergleichsweise gut. Ja, und nachher geht es zum Abendessen ins Teppanyaki Spezialitätenrestaurant. Die Kamera nehme ich mit, euch auch. Ich wünsche euch viel Spaß im Teppanyaki. Ja, ihr Lieben, und zurück vom Abendessen aus dem Teppanyaki-Restaurant. Und ich denke, ihr habt es gerade eben selber gesehen. Das war nicht nur sehr hochwertiges Essen, was wir heute Abend genießen durften. Das war vor allem auch richtig gute Unterhaltung. 2 Stunden hat die ganze Geschichte gedauert. Wir haben für unser Menü pro Person 39 Euro bezahlt. Zuzüglich 15% Service Charge, so wie das per MSC üblich ist. Ja, und das wäre es dann auch gewesen für diesen ersten Vlog von der Ostseetour mit MSC Seaview. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so war, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Sehr gerne auch ein Abo. Morgen geht's für euch und für mich dann in Visby in Schweden weiter. Da habe ich eine Wanderung mit euch vor. Lasst euch überraschen, es wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Bis dahin sage ich Tschüss und macht's gut. Euer Chris von Kreuzfahrtsüchtig.